Onward to some more adventuring. Ja, beim letzten Mal lief das alles nicht so wie geplant mit dieser blöden Mörderquest. Dann habe ich weihnachtsbedingt etwas Pause gemacht, auch weil diese Weihnachtsquest mich immer mehr ärgern wollte. Und inzwischen weiß ich immerhin, wie sie theoretisch funktionieren soll. Leider funktioniert es nicht so wie geplant, weil immer wenn ich versuche, sie zu machen, dann werde ich entweder von solchen blöden, angeheuerten Schergen getötet oder die Quest startet einfach nicht oder fuck everything. Und deswegen gehe ich jetzt einfach, da hat er recht, gehe ich jetzt einfach ins Unterviertel und fange mit den Pitfightern an, because what could possibly go wrong? Soweit der Plan. Habe ich nicht sogar eine Quest dafür bekommen? First Lessons? Nope. Into the Depths? Alles nicht. Ist auch egal, ich weiß ja, wo ich hin muss. Glaube ich. Anyway. Nee, die Quest ist nämlich tierisch buggy. Also nicht so richtig buggy, aber schon so ein bisschen. Man kann nicht mit diesem Buch zu irgendwem hingehen und sagen, ey, ich habe hier ein Buch, da steht, das ist sowas wie ein Geständnis. Nee, das funktioniert nicht. Man muss dann immer noch mit der Tuse reden und den Totenbeschwörer anklagen, den Stadtmagier anklagen, dass er ein Totenbeschwörer ist. Könnt ihr mich vorbeilassen? Single-handed. Herzlichen Glückwunsch. Und der wiederum sagt einem dann, nein, ich war's nicht. Und sagt dann, ja, aber ich weiß, wer es gewesen ist. Also, ich weiß, wann der Mörder zuschlägt. Und sagt einem noch, ja, es wird irgendwas mit Totenbeschwörerei zu tun haben. Und dann wartet man ein paar Nächte und dann kann man das theoretisch machen. Allerdings hat das bei mir auch nicht geklappt, weil ich bin einfach gestorben. Weil ich bin rausgegangen aus der Stadt, um ein paar Nächte zu warten. Und dann kamen diese Heil und Zacks und haben mich einfach getötet. Deswegen versuchen wir uns jetzt ein bisschen als Pitfighter. Wo ich wahrscheinlich auch ziemlich getötet werde. Aber wir werden sehen. Because I'm a mighty soldier, am I? Welcome to the Pitfighters Training Hall, stranger. Home to what's left of the best arena team in Skyrim. Did you just come to mock us, or are you really interested in throwing your life away, fighting in the pits? I'm a professional in throwing my life away. I want to fight in the pits. Talk to Sorolus. He owns the team. The whole team? Na, Respekt. Aber noch mal sehen, was diese Quest hier auf sich, was es hiermit auf sich hat. Ich hoffe ja, dass ich hier ein paar kleine Kämpfe gewinnen kann, ein bisschen EP bekomme und dann mich strategisch zurückziehe. Plus hier gibt es eine nette Pritsche. Did Gareth send you here? Yes, ich würde mir dich gerne ansehen, während ich mit dir rede, aber es scheint gar nicht so einfach zu sein. I'm interested in fighting in the pits. And you came to join what remains of the Paladins. Ich glaube, er da redet mit uns. Very lucky we are. Ahnt ja. Very well. Couldn't hurt to have some new blood around here. Yeah. Gareth is the pitmaster. He's in charge of training the recruits and organizing fights. Talk to him to get started. Oh, der klingt so unglaublich interessiert und als würde er wirklich wollen, würde er mir wirklich erzählen wollen, was Neues. Das Bett darf ich nicht benutzen. Yes? Ich hätte so gerne ein Bett, Leute. Wenn ich so darüber nachdenke. Oh. Ah, hier liegt Gold, das jeder haben darf. Das ist ja lieb von euch. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Ich hätte ja gerne ein Bett. Habe ich das schon erwähnt? Ja, habe ich. Okay, reden wir also mit Gareth. Aber erst schauen wir, ob wir nicht doch ein Bett haben. Wir müssen ein Bett haben. Wir haben ein Bett, weil dann kann ich ihn eben einmal quicksaven. Which would be fantastic. Hi. Hello. Oh. Guck mich nicht so schräg von der Seite an, Kollege. Da muss ich nämlich niesen, wenn ich Leute schräg von der Seite anmachen. Hassel, mit wem soll ich reden? Sagt er nicht. Warum auch? Earn the title of Brawler. Ich habe vergessen, mit wem ich reden sollte über diesen Nieser. Es war doch irgendwie Geralt oder so. So, Gerrish. You're one of us now, yes. Huh? Alright, I guess I better tell you how this works. Ja, und ich würde mit dem Augenmerz zum Augenarzt gehen. You come to me. We travel to fights all over, so you let me know what you want to take part in. Nur einfach so ein Übungskampf. If you survive, you see Sorolus and get paid. If you keep surviving, you get a better title and make more money. That's simple enough for you? Das klingt ziemlich einfach. You can train here, and there's a bunk in the back room where you can rest. When you think you're ready for your first fight, come and see me. Okay, das machen wir. Alright! I'm yes. Here to see you. I want to take part in a fight. There's no fight scheduled at the moment. Come back later.
Na, das hat sich ja richtig gelohnt. Mano. How long have you not long. My stall in the market was shut down after the war began. And the Stormcloaks found out my brother is in the Legion. Ja, das war ja uninteressant. Unglaublich uninteressant. Hey, wirklich keiner? Nein? There's no fight scheduled at the moment. Come back later. Kein Kampf für mich. You're not a bit fighter. No, I'm no fighter. I mostly run errands for Sorolus and take care of maintaining supplies and looking after the hall. Duh. I've worked for the team since I came to Skyrim, after the Great War. Let's just say I'm no more a fan of the Dominion than Ulfric's Stormcloak. Danke! Ich wollte deine politischen Ansichten unbedingt von dir direkt erfahren. Wäre ja schade gewesen, wenn ich die verpasst hätte. Ich glaube, ich lege mich einfach mal eine Nacht hin und vielleicht haben wir Glück und dann gibt's doch direkt die Diebesquest. Dürfen wir alles nehmen. Cool. Gentleman's Guide to Whiterun. Just like a Sir. Zum Beispiel ein Iron Greatsword und zweihändiges Schwert. Nicht, dass ich was gegen zweihändige Schwere hätte. Schwere. Schwerter! Verdammte Axt! Schwerter! Alles hier gehört mir, potenziell. Nein, ja, aber es sind nur Iron Eggs. Was soll ich mit dem Mist hier? Bäh. Bäh, bäh, bäh. Naja. Dann halt nicht. Schlafen wir also mal bis zur nächsten Nacht. Legen wir uns mal 24 Stunden lang hin, warum nicht? 23 reichen. Sogar weniger reicht. So, das muss reichen. Yes. Hast du jetzt? Vielleicht jetzt? Jetzt hat er. Aber jetzt will ich noch nicht. Jetzt will ich erstmal zwischen euch eingeklemmt werden. Und nachdem ich zwischen euch eingeklemmt wurde, mich erst einmal nach draußen gehen und gucken, ob es auf dem Marktplatz jetzt nicht endlich den Mörder zu fassen gilt. There's a murder out. And I have to get him and take him down. Und renne Leute dabei um, bei der guten Gelegenheit. War gerade halt günstig. I'm a sailor on the North Wind. I'm not. There's no murder to be found around here or anywhere, actually. Spare a coin for a poor old woman. Nope, I'm sorry. Okay. Er ist also immer noch nicht da. Ist er gerade noch zu Hause? Das kann natürlich sein. Wir warten noch bis Mitternacht. Mitternacht scheint eine gute Zeit zu sein für einen Mörder, um zuzuschlagen. Aber er ist nicht mehr zu Hause, der Kollege. Gehen wir irgendwo rein und warten, oder irgendwo raus und warten bis Mitternacht. Nur das ist wieder das Problem, sobald ich rausgehe, werde ich wieder von den Sucks angesprungen. Also gehen wir wirklich zu den Pitfightern und lassen mal, Calixto! Darf ich ihn jetzt einfach so... Nein, du Schwein! Oh, no, you don't. Aua, der tötet mich. Enough. Nimm das, Calixto. Okay, Calixto war der Typ von den... Aua. Was ist denn hier mit Wachen? Nein? Hier ist ein Mörder. Aua. Warum okay, wir brauchen einen Heiltrank. Ich habe ja Gott sei Dank den ein oder anderen Heiltrank. Einen Heiltrank und dann wollte ich eigentlich Skelette beschwören, aber es hat irgendwie nicht funktioniert, weil ich die falschen Tasten gedrückt habe, apparently. So, mein Lieber. Dann wollen wir mal sehen, ob du das Zeug zum Kämpfer hast. Offensichtlich hat er es. Skelett, du machst das! Ich habe keine Ausdauer mehr, das ist doof. Skelett, könntest du mal endlich die Agro von mir nehmen? Braves Skelett. Agrometer ganz weit vorne. Oh, you will. One day you will. Nimm das! Warum helfen mir die Wachen nicht? Ich finde das sehr unsportlich von den Wachen. Egal, diesmal kriegen wir ihn. Rächen wir uns für das letzte Mal. No, you don't. Huah.
Du denkst jetzt also, du kannst einfach weglaufen? Nimm das! Hadouken! Feuerball, meine ich. Das Skelett so. Finish him! Fatality. Schön. Dann haben wir doch noch den Mörder geschnappt. Er ist einfach nur an einer anderen Stelle gespawnt. Danke für deinen Schlüssel. Hm. Ich habe übrigens das... Cool. Das, das Amulett verkauft, weil das Geld bringt und ich gelesen habe, dass das so funktioniert, wie ich das gemacht habe, soll heißen, man verkauft es ihnen, versucht nicht sowas Dämliches wie es zurückzuklauen und dann kann man es jetzt von ihm wieder zurückklauen, kriegt dafür ganz viel Geld. Plus er hat einen coolen Ring dabei, das ist ja alles sehr lieb von ihm. Danke dir, dämlicher Totenbeschwörer. Was an honor to kill you. Probably. Aber sie hat da, er hat da vorne auch jemanden getötet. Das hat mir eigentlich nicht gefallen. Ich glaube, ich hätte das verhindern können, aber ich war einfach zu langsam. Ist mir sehr leid tat für die Dame. Aber irgendwer. Die hat was zu saufen dabei, das ist wichtig. Und ein Lockpick und ein Ring und Winter und Stables Key. Das könnte sehr nützlich sein. Danke dir. Leichenplünderung ist voll mein Ding, keine Frage. Drop. So, wir haben einen neuen Ring bekommen. Schön. Außerdem haben wir jede Menge Zeug dabei, das ich mal verkaufen könnte. Amulet of Dibella, das brauchen wir. Block 10% more damage of your shield. Das werden wir gleich eher brauchen. Necromancer Amulet könnten wir natürlich vorm Kampf benutzen. Mehr Magicka, aber weniger Health und Stamina Regeneration. Das könnte uns eventuell helfen, aber nicht hier. Später halt beim Dingsbums. Und dann nehmen wir auf jeden Fall diesen Ring, weil es keinen Grund gibt, den nicht zu nehmen. Und weiter geht's. Gehen wir mit Your Life reden. Endlich haben wir diesen gemeinen Mörder Calixto, diesen Pseudo-Romeo, geschnappt. Das war aber auch ein Akt. Blood on the Ice. Und dann hauen wir uns gleich bei den Pitfightern hin und dann heißt es feuerfrei für unsere erste Schlacht als Pitfighter. Zeit für Blut und Ehre. Ruhm und Ehre ist jetzt eher... Da bin ich ein bisschen skeptisch. Man muss ja auch nicht immer gleich übertreiben. Everything's all right. Naja, da war halt so ein Mörder und das hat euch irgendwie nicht interessiert, dass der mich angegriffen hat, aber sonst geht's mir gut. I own Hollyfrost Farm outside the city. Warum ist denn der da unten? Ach, der schläft wahrscheinlich. Don't be so sure of that. Yep, der schläft. Ey, Jolliffe, Jolliffe! Jolliffe, Jolliffe, ich hab da einen Mörder. Calixto Corium was a butcher. The man was always a bit odd. But I wouldn't have expected. Ja, der war ein verkoppter Rehm, Romeo. Mighty service, friend. I believe you'll find the guards to be a bit more cordial with you in the future. Vielleicht helfen die mir demnächst mal. Das wäre ja schon mal was. Yay! If sehr gut. Message you mean shoving a sword through his gullet. Okay, und jetzt ist es an der Zeit, ein bisschen Leute umzurennen und Pitfighter zu werden. Die erste Schlacht, also den ersten Kampf, das ist ja normalerweise sowas Named Bandit sozusagen. Und ich habe ja immerhin schon fast eine gute Schlacht gegen einen Banditenanführer geschlagen. Also bin ich eigentlich relativ froher Hoffnung. Relativ mit einem gerollten R. Meine Güte, ich habe einfach zu wenig Ausdauer. Aber ich brauche leider erstmal mehr Lebenspunkte. Und hier für Keks ein Woodshopping-Block. Warum hier für Keks? Der hat das irgendwie nicht mitbekommen, dass man Holz hacken kann. Oh, ich hab mich verlaufen. Dammit. Hab ich nicht in die falsche Richtung gelatscht. Wollen wir hier lang? Vielleicht wollen wir hier lang. Nein, hier sind wir auf dem Friedhof. Okay, ich bin einfach nur falsch abgebogen. Ach ja. Ich hab Schluck auf. Ah, da geht's lang. Okay. Ja, das haben wir alles schon mal gehört. But there is some pit to be fighting in. And we have to do it, hoffentlich. Farm work is hard work. Rababa. Heute Gemüse. Plus, wir haben jetzt immer ein Bett hier, das ist auch cool. Is my first choice. But what else can a Dunmer do out here? So. Wir hatten ja auch noch eine Quest, wenn ich mich recht erinnere. Wir haben ja so viel zu tun und voll toll hier. Ich mag diesen Ort. So, Quick Save. Und dann reden wir mal. Wir könnten uns einen Eisenhelm klauen, oder? Nö, nur Stahlhelm. Stahl Paladin Armor. 26 Armor Rating. Wie viel hat meine Rüstung? Genauso viel.
Sieht wahrscheinlich nur cooler aus. Na dann nehmen wir die, die cooler aussieht. Ist doch okay. Ein Stahlhelm klingt natürlich auch nicht verkehrt. Ich glaube auch nicht, dass ich einen besseren Helm habe. Ein Nordhelm hat 16. Stahlhelm hat 18. Stahlhelm ist also besser. Nehmen wir nämlich gleich lieber das hier equippen, denke ich mal. Sieht auch schöner aus, muss man sagen. Vielleicht nehmen wir auch noch, gibt's ja auch Stahlschuhe. Hide Boots, Iron Boots. Nope, no way in hell. So, ordentlich. Dann speichern wir nochmal kurz. Wenn ich schon mal ein Bett habe, speichere ich oft. Tut mir leid. Sonst muss ich das nämlich nachher nochmal alles machen. So, Gerlich, es ist mitten in der Nacht. Gerade hattest du keinen Kampf. Jetzt hast du doch bestimmt einen Kampf. Yes. I want to take part in a fight. There's no fight scheduled at the moment. Was? Come back later. Okay. Dann haue ich mich erstmal bis morgen hin. Vielleicht hat er ja nur zwischen 6 und 8 oder zwischen 8 und 8 und sowas Kämpfe. Kann ja sein. Es wäre ja zumindest eine nachvollziehbare Zeit zum Kämpfen, theoretisch. Yes. So, Gerlich, wie jetzt? Ja! Alright, New Blood. Which fight would you like to take part in? Weiß ich nicht. The Old Windtimer Raider, Riften's Redway Pit, the fight in Darshurk, the fights at Fort Pinnemouth, the fights on board the Smuggler's Ship. Arr, Pirate Fight. Na komm, wir machen The Old Windtimer Arena. We'll set off as soon as we're prepared. Siebten Windtimer, nicht? Ja. Jetzt sind wir wieder in, immer noch in Windtimer. Talk to Gerlich when you are ready. So, das yes. sind die anderen Kämpfer vielleicht. Hier, der sieht ziemlich tough aus, der auch. Oh, das sieht nicht so. Well, tell me about yourself. Not much to tell. I was competing in the arena since I was a lass. Then they closed. So now I fight whatever Gerlich tells us. That makes sense. This team is my life. Always has been. Things aren't as bad as they look. The fighting is as good in the arena. Even if the coin isn't. Oh, das ist schade. Ich mochte die Kämpfe in der Arena, gerade wegen des Geldes. So, gibt es hier ordentliches Equipment rumliegen? Ein Orcus Shield. Cool. Nehme ich. Einfach mal so ein Orcus Shield einsacken. 31 Armor gegen den ollen Hide Shield, den ich hier habe. 14 Armor. Orcus Shield, klarer Fall. Auf 2. Das wollte ich in Unfavoriten. Unfavorite the Shield. Gibt's ja auch noch ein schönes Schwert, ein Stahlschwert. Orkisch Schilde liegen hier reichlich rum. Und das sieht aus wie ein Orkisch Sword. Nehmen wir auch gerne mit. So, jetzt sind wir doch equipped. Jetzt geht's allmählich. Wenn wir jetzt nicht sofort sterben, weil wir kriegen die Sachen hier ja nur, weil das Sterberisiko so groß ist. Orkisch Sword auf 1. Sehr schön. And look at me, I got an orkisch upgrade. Aber wir wollen gleich natürlich wieder unser Skelett beschwören. Okay, reden wir also mit Gerlich. Sowas von ready, aber erst, warte mal, eigentlich können wir noch mal gucken, ob es hier nicht doch noch irgendwas weiteres gibt. Vielleicht liegt hier ja noch mehr schönes Zeug rum. Nope, nicht mehr schönes Zeug, orkisch. Aua, du spinnst wohl. Pass mal auf. Tell me when you're ready to begin. I am ready to begin. Here you'll be pitted against beasts from the wild regions of Skyrim. Battle and hardship is in their very nature. Do not let your guard down. Gegen Bestien. Okay. Kämpfen wir gegen Bestien. Warum auch eigentlich nicht? Oh Gott, es sind Wölfe. Nein, Säbelzahntiger. War das da gerade ein Mammut? Nee, ein Troll. Aua. Ich habe das dumpfe Gefühl, Pitfighting ist gar nicht so einfach. Okay, liebe Freunde, wir haben diese Folge immerhin den Mörder aufgeklärt und wissen jetzt, dass Pitfighting eventuell noch zu schwierig für uns ist. Dann überlegen wir uns in der nächsten Folge, was wir... Hallo, Skelett! Schade, du hast es scheinbar auch nicht geschafft. Wir überlegen uns in der nächsten Folge, was wir Spannendes tun werden. Bis dahin verbleibe ich euer Retro-Frenologe und sage ciao, ciao!